Juhu, Minecraft-Freunde! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Your Daily Dose Minecraft. So, jetzt habe ich doch einen Tag gewartet, bis ich wieder aufnehme. Hab gedacht, das ist vielleicht besser bei dem Thema, dass ihr ein bisschen mehr Möglichkeiten habt, da Feedback zu geben. So, von hier kamen wir. Ich habe alles dabei, was ich haben will. Ich habe mal, das kann ich auch, Sekunde. Wo habe ich mein X-Split? Mein X-Split ist hier. Und zwar hat mir Püsteküchlein gesagt, ich könnte mal Ovos Rustic Pack benutzen. Wusste ich gar nicht, dass das auch schon so weit geupdatet ist. Ich habe früher ziemlich häufig mit diesem Rustic Pack gespielt, deswegen war ich jetzt ganz begeistert und werde das auch nur eine Zeit lang jetzt benutzen, weil mir das doch sehr gut gefällt. Da ist übrigens auch der Link, also ihr müsst das auch nur in der Google-Suche, wenn, ne, Google-Suche raussuchen, wenn ihr das haben wollt. So! Mensch, unser Thema in der letzten Folge, gestern, 37 war das, ist das jetzt hier 38? Das ist 38, ja. Wusste ich doch, natürlich. War das Thema Spielsucht. Prinzipiell haben wir auch über einiges, was Süchte angeht, geredet. Ich möchte jetzt auf jeden Fall darüber, wenn dann schon darüber irgendwie gucken, ob wir da was finden. Also wirklich in die gegengesetzte Richtung. Da habt ihr sehr viele interessante Kommentare zu abgegeben, von eigenen Erfahrungen hin bis Erfahrungen aus der Familie und auch zum Thema Süchte allgemein. Und das war wieder mal sehr spannend und auch wieder extrem hilfreich. Ich sollte hier vielleicht ganz viele Fackeln anbringen, damit ich weiß, dass ich dann da wieder hin zurück muss. Und noch sehe ich keine Neon-Cats, das gefällt mir. Daumen hoch. Ach Mensch. So, dann hacke ich mich mal hier ein bisschen runter. Da ist schön Nita-Quarz. Das hätte ich doch ganz gerne. Kommen Sie mal her. Ja, das Thema Süchte, also da gibt es halt noch so viele Dinge anzusprechen. Vor allen Dingen, was mir sehr wichtig ist, dass gerade in dem Thema Schule und Leistungsdruck, das wir ja schon des Häufigeren hatten in der Daily Dose Minecraft, auch mit dem Druck, den man quasi hat, Thema Überleben bis zum Tod, also erstmal überleben, um überhaupt sterben zu können. Das ist so eine Sache, die halt dazu führt, dass man sehr viel Stress im Alltag hat. Und wenn Videospiele dann halt diesen Stress dezimieren, dann gewöhnt sich das Gehirn halt an, hey, damit ist dieser Stress weg und es geht dir besser und es geht dir besser und all die, deine Probleme sind gelöst. Und oh Gott, das Haus sieht gruselig aus. Und du musst dir dann keine Sorgen mehr machen, alles ist in Ordnung. Und wir könnten uns einfach darüber bauen. Könnte natürlich auch mal gucken, was passiert, wenn ich hier dran irgendwas kaputt mache, ob das runterrieselt? Nee. Okay, da unten runter ist Stabilität gewährleistet. Dann mache ich jetzt einfach mal hier so ein bisschen zu. Und baue mich jetzt darüber und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie runterkommen. Ich hätte eigentlich gerne mehr Cobblestone dafür. Ist immer besser, das mit Cobblestone zu machen. Wir gehen mal kurz nach Hause und holen Cobblestone. Wir haben ja noch recht viel Koblö. Also halt, ne, wir hatten darüber geredet, dass das Thema Süchte sich halt gerade eben dadurch auszeichnet, dass man Probleme oft damit in den Griff bekommt. Das ist ja bei, Gott, anderen Süchten wie, es gibt ja, man muss ja auch sagen, Magersucht ist ja auch eine Sucht. Das ist halt so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Sucht nach Hungern. Also es ist ja so, Hunger ist ja auch für den Körper viel Stress. Und man schüttet dann eine Menge Hormone aus, um diesen Stress einigermaßen zu bewältigen. Sollte ich das auch mal lösen können, statt da so außenrum. Und das führt dann dazu, dass man halt so ein Adrenalin- und einen Endorphin-Kick bekommt. Und das ist so ein bisschen so der Nervenkitzel des Hungerns. Da wird der Körper sehr schnell abhängig nach, weil bei Hungern ist das sehr extrem. Man will ja, dass dieses Leid, das man durch das Hungern hat, ein bisschen gelindert wird. Also versucht der Körper es zu lindern. Und ja, das führt dann ganz schnell dazu, dass man in so eine Magersucht abrutscht. Und gleichzeitig kann man halt damit auch wunderbar Probleme vertuschen. Weil man selbst gegenüber ist dann die Magersucht so ein bisschen das größte Problem. Aber man kann nicht da anders. Man kann nicht, oh Gott, es ist schon wieder dunkel. Man kann nicht aufhören. Man kann nicht weg von diesem Problem. Und andere Probleme sind dann gleichbleibend gering. Man kann sich allerdings auch wieder so einen Kick quasi holen, wenn man eben der Sucht nachgeht. Und dann ist das so ein Teufelskreis, aus dem man dann da einfach auch nicht mehr rauskommt. Und ja, hallo Skeleton, hi. Oh, da ist noch ein Zombie. Ja Mensch, der ist ein bisschen kopflos. Super, ich habe in meinen Texturenpacks habe ich das auch so gemacht, dass ein paar Zombies ohne Kopf rumlaufen. Gut, die Tiere sind jetzt hier sehr schlicht texturiert, aber das ist ja okay. Du hast ja nicht mal Arme. Was bist du denn für ein komischer Zombie? Ach, guck an. Noch ein Skeleton. Die sind aber merkwürdig texturiert. Man müsste das Texturenpack mit meinen Texturen mischen, dann wäre das ganz hübsch.
So ein bisschen schlicht, ein bisschen kindlich gezeichnet. Hat aber auch was. Ah, noch mehr Zombies. Hi. Gibt sogar Arme. Ja, vielleicht waren die auch mal magersüchtig. Die sehen nämlich auch ziemlich eingefallen aus. Es ist halt so, dass primär gerade sowas wie Bulimie und Magersucht teilweise nicht mehr was mit dem Schlankheitswahn zu tun haben. Jetzt möchte ich mal aufpassen, was hinter einem los ist, ne? Fuck. Das war ja jetzt fast mein Haus. War sogar ein Stückchen mein Haus. Schweinerei, ey. Mal diese Creeper, ne? Ja, die können das voll nicht. Sekunde. Erde. Nehmen, wechseln. Okay, das Inventar fand ich immer schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Rustic Pack. Aber naja, gut. Man gewöhnt sich an alles. So, ich mache hier ein bisschen Schmu beim Bau. Typisch deutscher, ne? Handwerkskunst. Einfach mal ein Loch im Boden lassen. Machen wir mal schnell ab hier. Ja, die Türen sind sehr hübsch. Die Türen gefallen mir sehr gut. Das sieht alles schon sehr hübsch aus. Ach, wie niedlich. Es hat halt so, es ist sowas, ja, es ist rustic, es ist selbst gezeichnet, es ist handgemalt, ne? Man sieht richtig, dass es handgemalt ist. Das finde ich auch schön. So, Erze, Steine. Steine. Ich will Steine. Hier oben habe ich zur Erde reingepackt, aber ich habe auch... Da können wir jetzt hier mal ein bisschen weitermachen. Ich habe hier auch dieses Niederzeug reingeballert. So. Auf mich da oben voll zu nölen. Habe ich... Brauch was zu essen. Ich glaube, ich habe gerade nur noch mehr Pilzsuppe bekommen. Ja, nämlich den ganzen Tag lang nur von Pilzsuppe. So, was wollte ich sagen? Ja, also halt auch die Magersucht hat manchmal gar nicht so viel damit zu tun, dass man halt unbedingt einen Schlankheitswahn fährt oder sowas, dass man halt schlank sein will und all den ganzen Kram. Das ist auch oft so ein Vorurteil. Das ist halt eine Sucht, in die man auch auf anderen Wegen halt reinschlittert. Hat auch, glaube ich, einer unter die Kommentare geschrieben. Immer so ein wichtiger Punkt, über den man reden sollte. Und... Was hatte ich noch bei den Kommentaren? Von Dakuta Hime. Mein Bruder war spielsüchtig im Sinne von virtuellen Spielen. Er hat die Schule geschwänzt, wurde immer schlecht, dann hat das Gymnasium schließlich abgebrochen und ununterbrochen gezockt. Dann hat er seine Ausbildung als Veranstaltungstechniker angefangen und er spielt viel weniger. Er hat jetzt auch ein Hobby, das er sehr verfolgt. Musik am Computer mixen, also Dubstep und so. Hanni, ich finde es super, dass du mal so ein Thema ansprichst. Ja, das sind genauso Dinge, über die ich rede. Es ist da, war primär weniger das Videospiel... Wir stopfen das Loch später noch. Da war weniger das Videospiel schuld am Desaster, sondern einfach der Schulstress. Und so ein Videospiel lenkt einen von all diesem Stress, diesem Kummer und diesen Sorgen, diesem Leid und diesem Schmerz ab. Und es ist dann so ein Teufelskreislauf. Man leidet dann immer noch ein bisschen mit, weil man ja das mit der Schule nicht schafft und man tut sich vielleicht auch noch ein bisschen selbst leid und man hat Stress und der Stress wird immer höher. Je mehr man die Schule vernachlässigt, je schlechter man wird, desto stressiger wird es, desto mehr Stresshormone schüttet man aus, desto mehr Adrenalin, der Körper wird irgendwann leicht süchtig danach. Und je mehr man allerdings zockt, desto mehr wird dieser Stress wieder gelindert. Aber je mehr man ihn mit Zocken lindert, desto mehr, desto mehr Stress hat man wieder, weil man noch weniger gelernt hat, weil man noch schlechter geworden ist. Und dann, irgendwann kann man nicht mehr und dann kollabiert das. Und dann stellt man aber irgendwann ernüchternd fest, dass das Videospiel gar nicht das war, was man haben. Das hat einem nicht das gegeben, was man wollte. Das war irgendwie so, letzten Endes hat es ja nur Kummer ein bisschen reduziert und... Dann ist so, kommt oft auch dieses nüchterne Gefühl, ja verdammt, jetzt habe ich meine Schullaufbahn wegen Videospielen ruiniert. Das ist übrigens total dämlich, sowas zu machen. Das ist scheiße, wenn man da reinschlittert, echt. Also, wenn ihr so viel Stress in der Schule habt, dass ihr merkt, dass ihr lieber nur noch Videospiele spielt und am liebsten gar nichts anderes machen wollt, dann ist nicht das Videospiel das Problem, sondern wirklich die Schule. Dann solltet ihr ganz, ganz dringend Hilfe anfordern. Weil das ist das Einzige, was dann noch helfen kann, ist nicht ein Psychologe, der euch das Videospiel nur wegnimmt. Das ist gar nicht mal das Einzige, was dort letzten Endes eine Hilfe ist, sondern die große Hilfe ist dann, das Problem mit der Schule zu ändern. Wenn ihr nämlich gut in der Schule seid und gerne lernt und Spaß am Stoff habt, dann braucht man ja auch nicht stundenlang Videospiele spielen. Dann ist die Realität ja so spannend und aufregend, und da sollte man wieder hinkommen, dass die Realität wieder so spannend und aufregend wird, dass man aufhört, so viel Videospiele zu spielen. Also bei mir war das eher so, dass mir Videospiele sogar geholfen haben, wieder mit der Realität klarzukommen, wenn ich... schwierige Phasen in meinem Leben hatte, sei es wegen Liebeskummer oder wegen viel Stress in der Familie, weil ein paar Todesfälle hintereinander einfach ein bisschen zu hart gerade waren, dann hatte ich
Das ist oft das Problem bei vielen Ängsten und viel Trauer und so. Man schafft es nicht, sich abzulenken. Und die Realität lenkt einen dann gar nicht ab. Bücher haben mich sehr viel abgelenkt. Fernsehen hat mich immer schon sehr viel abgelenkt. Aber Videospiele waren so, dass ich halt MMOs mit Freunden zusammengespielt habe. Also ich war trotzdem noch verbunden mit der Realität. Ich hatte Freunde, mit denen ich über alles reden konnte. Das Videospiel hat mich nebenbei noch abgelenkt und ich habe angefangen, wieder einen Bezug zur Realität zu entwickeln. Gut, das waren nur so ein paar Monate, in denen es mir so schlecht ging, weil einfach bei mir privat alles zusammengematscht ist. Das ist auch schon ziemlich lange her, aber ich erinnere mich immer noch gerne daran zurück, dass mir Videospiele geholfen haben, diese schwierige Phase. Ich meine, ich war krank, meine Schule ist zusammengebrochen, es klappte nicht mehr. Es gab Todesfälle, es gab unangenehme... Hab ich nicht an Cat gehört? Nein, ich werde nur paranoid. Es gab unangenehme Entwicklungen in meinem Privatleben. Und bis sich das alles wieder eingerenkt hat, haben mich echt Videospiele über Wasser gehalten. Auch einer der Gründe, warum ich auch letzten Endes mit Let's Plays angefangen habe, ist, dass ich vermitteln wollte, dass Videospiele nicht das Böse sind oder dass das nur Spielkram ist, sondern dass es wirklich einen im Leben auch weiterbringen kann, weil man hier auch sozial sich extrem weiterentwickeln kann. Gerade MMOs. Also wenn man es anständig angeht und ein MMO wirklich genießt, als Multiplayer-Spiel mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, neue Leute kennenzulernen und auch zu lernen, was Teamarbeit ist und Teamfähigkeit, dann kann ein Online-Rollenspiel wertvollere Informationen fürs zukünftige Leben ausspucken, als das teilweise die Schule macht, weil man da oft desozialisiert wird. Ob das das richtige Wort ist, weiß ich nicht, aber ich würde es gerne so nennen, weil wenn man in der Schule ja gemobbt wird und Lehrer einen für dumm halten und man nur Angst vor der Zukunft beigebracht bekommt, dann möchte man sich am liebsten in ein Schneckenhaus zurückziehen oder man fängt an zu randalieren und dann hat man dann Schüler, die einem halt Ärger machen. Schüler, die randalieren oder Stress machen, die sind meistens auch nur unglücklich mit der Gesamtsituation. Also das ist nichts, das sind keine Leute, die euch gerade stören wollen. Die haben nur genauso viel Schulstress wie ihr, nur sie drücken ihn anders aus. Und Spielsucht, ja, das passiert dann halt, wenn das alles extrem überhand nimmt und man dann den Bezug zur Realität verliert. Das ist gerade bei Spielen so, die halt diesen Farmcharakter haben. Wenn ich nicht farme, dann komme ich nicht hinterher, alle Leute leveln mir voraus. Das ist der Stress. Also muss ich farmen, also muss ich weiter vorankommen und ich muss besser werden und schneller werden als alle. Oh, eine Niederfestung. Toll, hätte ich ja nur in die Richtung gehen müssen. Ich muss besser werden und schneller werden und toller werden als alle andere. Da hat man wieder diesen Stress, diesen Ehrgeiz, dieses ich will das und das erreichen, ich möchte das und das tun. Und dann kann man in so einen Suchtkreis reingeraten, alleine nur aufgrund der Tatsache, dass man sich mit anderen messen will und man will dazugehören und man will zu den Coolen gehören und man will auf keinen Fall hinterherhinken. Und dann stehst du da und dann landest du bei einem Spiel. Es gibt ja sogar Spiele, in denen man regelrecht Geld verdienen konnte durch solche Sachen. Also da, es gibt ja sogar Videospiele. Also Hugo und ich wollten eigentlich mal dazu auch thematisch was machen, bei dem man echt Geld investieren kann, um online irgendwelche durch und irgendwelche Angebote oder sowas wieder richtig echt Geld zu verdienen. Finde ich ziemlich cool. Klar kann man auch viel echt Geld verlieren, aber wenn man das anständig macht, bin immer wieder überrascht, was es alles so im Internet gibt. Digitale Prostitution von quasi Pixelcharakteren, finde ich erstaunlich, dass man mit sowas tatsächlich Geld verdienen kann, was ja aber gar nicht mal so negativ ist, weil dann, wenn manchen Leuten 3D-Charaktere reichen als Sexobjekte, hat das auch Vorteile, wenn man halt, ja, wie soll ich sagen, muss keine echte Frau mehr für hinhalten. Auf der anderen Seite muss man sagen, was für einen psychologischen Grund hat das jetzt, dass Menschen, liegt das an der Fantasie, ist das jetzt gut oder schlecht? Das müsste ein Therapeut jetzt, jemand, der auf diesem Gebiet ein bisschen Forschung betrieben hat, entscheiden. Ist das gut oder schlecht? Was meint ihr? Sind wir jetzt vom einen Thema ins andere gekommen? Digitale Prostitution? 3D-Charaktere, die vor der Webcam posieren? Keine kleinen Mädchen mehr, quasi, sondern... Ja, hast du nicht das 18-jährige Mädchen vor der Webcam, die versucht, ihr Geld zu verdienen, sondern plötzlich so eine, so ein 3D-Modell. Könnte man das erotisch finden? Auf eine gewisse Art und Weise sollen ja Videospiele durchaus auch mal mit Erotik locken oder sowas. Ich kann mir das durchaus schon vorstellen, dass das für viele Leute reizend ist. Das ist ja genauso wie Mangas, die ja nun mal auch teilweise für ein etwas älteres Publikum vorhanden sind. Ich habe selber Yaoi-Mangas gezeichnet. Das ist ja auch nichts anderes.
Da muss man sich fragen, ist das eine gute oder eine schlechte Entwicklung? Führt das die Leute weg von der Realität? Könnte das zu Problemen oder psychischen Störungen führen, die schlecht für deren Sexualtrieb ist? Oder ganz im Gegenteil, ist das sogar eine wünschenswerte Entwicklung unserer Gesellschaft? Das ist eine sehr schwierige Sache, weil wir sind ja noch nicht lange mit diesem Thema konfrontiert, also ist das noch lange nicht erforscht und wieder völlig behaftet mit Vorurteilen. Ich persönlich finde das gar nicht so schlecht, weil, also ich kann verstehen, warum man einen digitalen Charakter attraktiv finden kann. Schließlich bin ich ja nicht blind oder blöd und kann immer noch Realität und nicht Realität auseinanderhalten. Da gibt es ganz andere Kandidaten, die da keinen Bezug zur Realität mehr haben. Toll, ist das kaputt. Aua. Jetzt habe ich mir wehgetan. Mano. Dann nehme ich halt den Glowstone mit den Händen kaputt. Wenn mir jetzt noch ein Wither-Skelett auf den Kopf fällt, krieg ich durch. Ja, jetzt müssen wir nur noch Netherwarzen finden, ne? Und ein Lohn-Spawner wäre toll. Weil eine Lohn, wenigstens ein einziges Lohnding brauche ich auch. Okay, hier geht's schon mal nicht weiter. Gut, haben wir das geklärt. Da sind Pilze. Dann, wenn es nicht weitergeht, mache ich da mal eine Fackel einfach hin. Und hier mache ich einen Weg hoch, damit man weiß, da geht's nach oben. Dann habe ich immer hier die Übersicht. So, ja, dann machen wir mal die Pilze ein bisschen weg hier. Njom, njom, njom. Und damit ich weiß, dass das hier alles Sackgassen, also beziehungsweise hier muss ich wissen, dass ich hier, wenn ich um die Ecke biege, wieder nach Hause komme. So, dann gehen wir mal vorsichtig weiter mit dem Schwert im Anschlag. Und der Pilzsuppe im Nacken. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare eure Meinung zu, in Anführungsstrichen, digitaler Prostitution. Das würde mich doch sehr interessieren, ob ihr... die Musik. Ob ihr euch sowas vorstellen könntet? Ob das für euch in irgendeiner Form einen Sinn macht? Wie solche Videospiele sind, dass man in Videospielen echt Geld verdienen kann. Also, oje, Lava. Dass man die Möglichkeit hat, halt seinen Lebensunterhalt quasi damit zu verdienen. Das ist ja fast schon wie Pokern. You're ein Climb. Oje. Bisschen Angst, dass hier irgendwo ein Lohnspawn an der Nähe sein könnte. Das mit Lava in Kombination immer echt scheiße. Also auf jeden Fall ist die Netherfestung ein bisschen größer. X! I! Ich glaube, ich möchte mal gleich was machen. Ich muss um diese Ecke biegen. Ich möchte gerade mal was machen. Sichtfeld ein bisschen größer stellen. Da hat man doch eine wesentlich bessere Übersicht, gerade beim Kämpfen. Beim Kämpfen. Okay, wenn ich um diese Ecke biege, komme ich da... Ja, nach Hause, gut. Oh, ein Lohnspawner. Das ist gut und nicht gut. Au! Arschlöcher. Können die oben raus? Ich guck mal nach. Eigentlich nicht. Eigentlich sind sie perfekt eingesperrt. Ja, ja, Mensch, jetzt bräuchte ich wieder ein... Hier, ne? Wither-Skelette? Nein. Ich habe mal Glück, dass ich keine 1000 Wither-Skelette habe. Oh, das sind dann Knochen. Ja, wie gesagt, schreibt mir doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare und vielleicht eure Erfahrung damit und Digital Porn quasi, ja? Schreibe ich aber im Himmelswillen nicht in den Titel... Oh, ist das laut? Ja... Schnauze! Was seid ihr denn? Kommt raus, kommt raus, kommt raus! Komm her! Komm her! Toll. Ich will nicht da rein. X! Stirb! Au! Oh je. Hallo. Oh Mann. Na gut. Ich muss irgendwie eine Lohe da rauskriegen. Ah. Oder hier in die Ecke. Und ihr spawnt mir dann bitte was. Oder auch nicht. Aha. Oh, du hast mir das gespawnt. Danke.
Spiel mit dem Feuer, ja. So fühle ich mich auch gerade. Puh. Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Das hat schon mal geklappt. Wir haben schon mal eine Lohnroute. Jetzt brauche ich noch Warzen. Viele schöne kleine Warzen. Ich habe immer Angst vor Wither-Skeletten, ganz ehrlich. Ey, die sind mir schon, die haben mir schon so oft Probleme gemacht, ne? Das kann man sich kaum vorstellen. Du blöde Lava, ey, hört doch mal auf. Ey, stör nicht meine Existenz, Mann. Fließ mal woanders lang. Nee, nicht da lang, du Arsch. Und die Lava ist ein ganz blöder Penner, ey. Ich sperre die jetzt ein. Hier. Was jetzt davon? Okay, die Lava hört ja richtig auf zu fließen. Sehr gut. Okay, gut. Also ich habe mir gemerkt, hier drüben ist der Lohenspawner. Der Lindsay-Lohenspawner. Das werde ich mir auch merken. Jetzt gehen wir mal... Hey! Du Arsch! Was ist das für ein Sniper? Den ganzen Tag lang da gewartet und gecampt oder was? Oh Gott, ich soll nochmal was essen. So... Da weitergehe, komme ich nach Hause. Ich habe langsam keine Fackeln mehr. La la la. La la la. Hört ihr irgendwas klappern? Ah, da sind noch mehr von denen. Okay, halt. Dann nehme ich einzelne Fackeln. Und wenn ich um die Ecke gehe, komme ich nach Hause. Also da lang geht's nach Hause quasi. Mach ich es mal so, dass ich weiß, okay, diese Ecke ist das. Nicht, dass ich meine, ich muss um die Ecke. Skeletons? So, wizard skeletons? No? Oh my goodness. Some wizard skeletons? No? Okay. Strap. Hier wäre noch ganz schön viel Netherwarzen. Ich brauche doch, Fresse. Mann, das ist alles zu hier. Ich brauche doch nur Netherwarzen. Warum ist denn das hier alles zu? Und geht's da dann noch weiter? Nee. Ach, Mann, oh. Okay, da hinten vielleicht noch irgendwo. Da hinten geht es, glaube ich, nämlich noch weiter. So, dann arbeite ich mich mal wieder an der Lava voran. Versiege! Geht doch. Oh, fuck. Das war sehr dumm. Kommt da jetzt aus der Decke noch Lava geschossen, wenn ich da... Nö, gut. Ausnahmsweise verbrenne ich mal nicht in der Lava. Ja, Mensch. Das ist mal was Neues. So. Geh weg! Hau ab! Das jetzt eigentlich, da müsste jetzt hier Lava rauskommen, oder? Anscheinend nicht. So ein Scheiß! Da geht's auch nirgendwo hin. Hier geht's noch irgendwo weiter. Aber wie soll ich denn an Netherwarzen kommen? Ich da mal irgendwo rauskommen? Nee, hier ist eigentlich quasi dann rum. Oder? Hier reißt quasi so der Turm ab, wie das immer so bei den Türmen hier ist. So das Ende vom Turm, okay. Ja, Mensch. Ich gucke ja noch so ein Stück raus. Blöd, 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 blöd. Oh, eine Neon-Cat.
Nyan Cat is rising. Okay, cool. Dann versuchen wir unser Glück mal woanders. Ich brauche Netherwarzen. Nee, das kann doch nicht wahr sein, dass hier in der Festung keine sind. Immer Netherwarzen irgendwo in der Festung. Immer. Mehrere sogar. Die ist aber auch doof. Die ist halb im Berg. Das war's gleich. Nee, Blag. Nee? Alles gut. Okay, dann gehe ich jetzt da drüben rein. So. Da drüben habe ich noch die Hoffnung, dass eventuell vielleicht... Ja, okay, also wir waren da drüben. Ja, das ist aber auch nicht so groß wieder, ne? Das bedeutet, wir haben... Ey, wenn hier keine Netherwarzen sind, ne, kriege ich einen Anfall. Ich will doch nur Tränke brauen. Ich brauche doch nur eine. Fuck you. Was ist das denn hier für ein Scheiß? Ich brauche doch nur eine einzige... Das führt mich auch nirgendwo hin. Ey, das ist doch alles ein Troll hier. Ein großer Troll. Komm, irgendwo muss der Gang doch noch... Nee, auch nicht. Und dann ist das da wahrscheinlich auch schon zu Ende mit der... Sonst wäre das nicht zu... Manchmal findet man ja noch was, wenn man da durchgräbt. Muss ich sonst wieder nach unten graben und gucken, ob ich noch unten irgendwas finde? Also, dass das hier eigentlich mehrere Stockwerke sind und es wird nicht angezeigt. Ja, Mensch... Verbraten wir heute exorbitant viele von den Spitzhäckchen. Ich bin froh, dass ich die Diamantspitzhacke nicht mitgenommen habe. Erstens wegen tödlich und zweitens wegen Verbrauch von diesen Steinen, ey. Okay, da geht's auch noch runter. Naja gut, vielleicht geht's da ja wirklich noch irgendwo hin. Das ist wieder nur so ein tiefer Turm. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich noch mit einem Loch, wo man runterfällt und stirbt. Das mache ich in Anita sehr gerne. Also nicht gerne, aber es passiert. Oh Mann, hier werden irgendwo Netherwarzen sein müssen. Wie lange nehme ich jetzt eigentlich schon wieder auf? Viel zu lange, ne? Also ich meine, euch kann das ja sicherlich nicht lang genug sein, aber... Blöd! Aua! Blöd. Ganz blöd. Muss doch auch irgendwo lang gehen. Kann doch nicht wahr sein. Nee, das ist wirklich nur ein großer Turm. Oh Mann. Wir sind hier quasi schon an der Spitze. Das ist ja meistens immer so ein bisschen unterirdisch. Vielleicht geht es ja hinter den Blazes noch irgendwie weiter. Welt wurde gespeichert. Also wir sind ja... Hier reißt es auch ab. Mann, ich reiß dem ja auch gleich was ab. Da drin sind wir dann noch. Da drin geht halt noch ein bisschen die Festung weiter. Von da kommen wir. Vielleicht geht sie ja doch noch irgendwo weiter. Weil ich habe da jetzt ja auch noch ein bisschen Festung gesehen, was an der Seite rausguckt, was so nicht angezeigt war. Hier nämlich. So. Irgendwo. Hallo? Ach ja, Mensch. Ja gut, hätten wir das geklärt. eine kleine Abkürzung in, ja, kann man wieder zumachen. War nicht, ey, da denkst du, man entdeckt voll die große Netherfestung, dann ist nur so ein kleiner Futzhaufen hier. Hier ging es ja auch nirgendwo weiter. Nope. Nope, sir, nope. Ja, Mensch, keine Netherwarzen. Das bedeutet, eine Festung ohne Netherwarzen, das ist fast gar nicht so ein... Das ist fast gar nicht möglich.
Oh, wir können das hier mal eliminieren. Sieht ja nicht schön aus. Ich könnte jetzt höchstens gucken, ob hinter dem Lohn, dem Lindsay Lohns Spawner noch was ist, aber ich befürchte, da wird auch nichts sein. Wir haben verkackt, verkackt. Ich glaube, wir haben verkackt, verkackt, verkackt. Ich meine, da sind wir ja lang gegangen, ne? Hier in die Richtung. Genau. So, und dann sind wir hinter dem Lindsay Lohns Spawner, wenn wir da um die Ecke gehen. Da müsste man dann quasi dahin kommen, wo der ist. Wenn man sich jetzt ein bisschen da durchbuddelt. Auch wenn mir ja hier das nicht direkt angezeigt wird, dass es da weitergeht. Theoretisch aber... Hier geht's halt wieder richtig in die Festung weiter. Also ist da noch mehr Festung. Wahrscheinlich wieder, wo wir schon waren. Oh, das finde ich jetzt ärgerlich. Da habe ich sofort keine Lust mehr. Bin übrigens auch so ein Mensch, wenn wir schon vom Spielsucht und sowas geredet haben, der, wenn er kein... Yay. Ja, Mensch. Hat sich ja gelohnt, das Loch. Ich bin so ein Mensch, wenn ich keinen Bock mehr habe auf... Wahrscheinlich geht es irgendwie über mir noch weiter oder so, ich weiß es nicht. Ich habe ziemlich schnell keinen Bock mehr auf ein Spiel. Wenn irgendwas auch nicht so läuft, wie ich es haben möchte oder sowas, habe ich ziemlich schnell keinen Bock mehr auf ein Spiel. Deswegen, ich bin nicht so... Ich bin total suchtresistent, ich weiß auch nicht. Also ich... Das ist... Oh, oh. Mein Leben. Ich könnte höchstens mal da irgendwo nach oben drauf gucken, ob da noch irgendwas ist. Nicht, dass mein Charakter anfängt zu hungern, aber danach noch magersüchtig. So, nee, ja, Mensch. Hat sich jetzt gelohnt, die Netherfestung, ne? Muss man ja doch sagen. Ja, Mensch, Wahnsinn, wunderschön. War auch so aufregend mit den ganzen Wither-Skeletten und den Milliarden Lohnen und so nervenaufreibend und spannend und total gefährlich. Ich gehe wieder. Dann halt keine Netherwarzen. Dann müssen wir uns noch eine andere Netherfestung gucken. Ersuchen. Vielleicht finde ich ja eine. Oder wir müssen uns da noch irgendwo weiter durchkloppen in der Netherfestung. Oh. Voll nicht lustig, Mann. Blöde, 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 blöde. Plag? Ja. Doch. Ich bin groß motiviert. Bin sehr motiviert, ja. Spürt ihr die Motivation? Spürt ihr meine Zufriedenheit? Schnauze! Schweine! Geh jetzt nach Hause. Wieder ins Grüne. Die schöne Welt. Fernab von all diesen... Warum muss die Nähte eigentlich so lecken? Was ist daran so kompliziert? Ist ja für einen Grund, ha? Huh? Okay, das nehme ich mit. Das nehme ich auch mit. Das lasse ich hier. Das lasse ich auch hier. Das nehme ich wieder mit. Und Honey is making an exit, bitches. Und es ist bestimmt wieder dunkel draußen, ha? Huh? Oder es ist gar nichts draußen, weil Minecraft sagt, keine Rückmeldung. Aha. Oh, na? Hallo. Ich glaube, du bist hier falsch. Mensch. Ist da ein Pigman mit rausgekommen? Ich würde mal feiern, wenn eine Nyan-Cat da durchfliegt. Aber wir haben ja Gott sei Dank so einen Spawn, dass das nicht passiert. Und hey, die Regenanimation ist schön. Ach, ein Skelett. Au. Ja, aber Regen brennen die ja nicht, ne? Au. Au. Der Arsch. Hinten sind ganz viele Skelette. Ich sehe mal zu, dass ich Land gewinne. Gib Gummi, 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 Gummi. Ich bin ein Gummi, Gummi, Gummibär. Oh, die Blättertextur ist super schön. So. Wir haben ganz viel Netherquarz. Na, das gefällt mir doch gar sehr. Da können wir ja vielleicht ein bisschen, naja, fertig bauen das nicht. Wobei 26 Blöcke könnten vielleicht sogar reichen. Oh, und das, was ich... Nein. So war das. Ja. Ich
wollte ja auch noch mit Teppichboden arbeiten. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das mache, aber irgendwie so wollte ich halt so ein bisschen halten. Das ist falsch. Da kann ich keinen legen. Weil ja da dieses... Da, das Schild da ist ja im Weg. Dass man halt hier mal so vereinzelt so ein bisschen Teppichboden einfach hat. Und weil ich rot schön finde, wollte ich da roten Teppichboden haben. Aber hier wollte ich richtig Teppichboden haben. Natürlich. Reicht mal wieder nicht. Muss es da draußen jetzt so schütten, hm? Muss das sein? Was wir machen könnten, was mir jetzt gerade auffällt, ein Balkon. Wir könnten einen Wintergarten draus machen, zumindest, damit wir endlich mal abgeschlossenen Bereich haben. Das war bei Decoration. Okay, das rote Glas ist hier auch sehr, also sehr schön texturiert. Ich muss sagen, das Textur gefällt mir sehr gut, nur der Glowstone noch nicht. Aber das hier sieht alles sehr schön aus. Hat was, so das Rustic Pack. Weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, es hat was. So. Ja, ich habe alles, was ich brauche. Ich habe mal jetzt das da ab. Ups. Und das da auch. Ups. Ups. Und. Ups. Und die Zäune zerschlage ich mit Glowstone. Jo. Geh weg. Hopp. Hopp. Und den Zaun auch noch. Und weg damit. Zack, zack und zack. Und jetzt müsste man halt diesen Bereich noch füllen. Ne, damit das Ganze zu ist. Mal gucken, wie es von außen aussieht. Gerade wenn wir mal irgendwann Jahreszeiten in dieses Spiel bekommen, wird nicht passieren. Ist ja schön, wenn man auch einen Wintergarten hat. So, dann nehmen wir jetzt die Steinziegelchen und wieder nach oben. Und diese Folge hat heillos Überlänge. Und dann ärgere ich mich wieder, dass YouTube sagt, ich brauche voll lange, um die zu verarbeiten, du Schwein. Was fehlt dir eigentlich, scheint so lange Folgen hochzuladen, ey. Gar nicht. So klingt der Regen eigentlich immer noch so, als wäre er draußen. Zählen Halbsteine nicht, oder was? Was passiert, wenn ich das zumache? Klingt immer noch so, als wäre es draußen. Also als wäre ich draußen. Hier klingt es ein bisschen wie drinnen. Da klingt es immer noch ein bisschen wie draußen. Aber hat man so einen Wintergarten? Ich gehe mal raus und schaue mir das von draußen an. So. Ich habe eine Schere dabei. Ich habe Quarz dabei. Sehr nice. Huch. Aha, da ist der vierte. Ich muss schon gucken, ob ich nur drei dabei habe. Creeper? Creeper? LSD Creeper? Nee. Gut. 1, 2, 3. Wir können ja ruhig ein bisschen Wolle da drin lassen, aber ein bisschen Dämmwolle. Würde ich sagen. So, Pams, la la la, la 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 la. Bisschen weiter weggehen. Hallo Günther, hallo Inge, na Chris, wie geht's euch? Ja, geht ganz gut hier, im Regen, da. Ist schön, Bäume mögen Regen, weiß ich ja. Das freut mich, das freut mich. Sieht immer noch ein bisschen seltsam aus mit dem Balkon. Möchte ich ja doch mal gesagt haben. Aber es regnet jetzt auch, das kann man so schlecht sehen. Bin noch nicht ganz zufrieden mit der Ecke. Muss ich ja sagen. Halt, ich wolle, die will ich haben. Hier, von hier sieht's geil aus. Aber da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Müssen wir mal gucken. So, ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt auf jeden Fall mal diesen Part mit enormer Überlänge und sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft. Oder Daily Dose für mehr. Egal. Bis dahin, tada!